In diesem Video zeige ich dir, warum die Muskeln an deinem Hals die Ursache für Schlaflosigkeit und Spannungskopfschmerzen sein können. Und ich gebe dir eine Anleitung Schritt für Schritt, was du dagegen tun kannst. Also, bleib dran! Eine übermäßige längere Zeit in einer schlechten Haltung kann dafür sorgen, dass die tiefen Muskeln an deiner Halswirbelsäule, dass sie dadurch geschwächt werden. Durch diese schlechtere Haltung passieren Kompensationen. Das heißt, die Muskulatur von deiner Schulterblätter passen sie an und auch die Muskeln zwischen Kopf und Hals verändern sie ihre Statik. Dadurch kommt es zu einer Vorwärtsbewegung vom Kopf, weil du versuchst, deine Augenlinge immer in den Horizont zu halten. Durch diese Vorwärtsbewegung von dem Kopf werden Bänder und Muskel gekürzt. Diese ganz kleine Muskel an den Übergang von dem Hals zum Kopf. Da genau die Nerven, die diesen Bereich versorgen, noch durch diese Muskulatur durchgehen muss, kann es sein, dass es eine Reizung entsteht. Und durch diese Reizung werden dann Kopfschmerzen ausgelöst. Eine Studie hat bewiesen, dass Patienten, die Spannungskopfschmerzen haben und dazu Schlafstörungen, wenn die diese beiden Übungen tagtäglich gemacht haben, innerhalb von 4 Wochen eine deutliche Linderung von ihren Kopfschmerzenbeschwerden hatten und dazu auch durchschnittlich besser schlafen konnten. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und wir machen weiter mit der ersten Übung. Dafür musst du erstmal eine Wand aussuchen. Du lehnst dich jetzt erstmal an der Wand ab. Du kannst die Füße ein bisschen nach vorne bringen. Ganz wichtig ist jetzt, dass deine Brustwirbelsäule, die muss jetzt komplett, die Schulterblätter sollen jetzt komplett an der Wand bleiben, okay? Dann kannst du die Hände vorne am Brust verschränken, weil die sorgen dafür, dass die Bewegung jetzt ausschließlich an der Halswirbelsäule stattfindet und nicht an der Brustwirbelsäule. Und als nächstes bringst du dann auch deinen Kopf an der Wand. Den Hinterkopf, der bleibt jetzt die ganze Zeit an die Wand fest. So, und jetzt durch diese Haltung fokussierst du die Bewegung auf der Halswirbelsäule und du aktivierst nur den tiefen Muskel, genau diesen beide, die werden jetzt aktiv und du schaltest diese oberflächliche Muskulatur erstmal komplett aus, dadurch, dass du jetzt komplett an der Wand bist. So, dann überkreuzt du jetzt die Hände, dein Mund bleibt auch zu. Dafür sorgst du, dass diese untere Muskulatur jetzt halt auch nicht mit einspielen. Und du solltest jetzt eine Bewegung ausführen, indem du zuerst deinen Kopf so leicht nach vorne drehst. Und durch diese Bewegung dehnst du erstmal diese kleinen Muskeln, diese kleinen 3 Muskeln, die da diese Nerven reizen können. Dann hast du erstmal eine Vordehnung von diesen Muskeln. Und ein gutes Zeichen dafür, dass du es richtig machst, ist, dass du jetzt so ein Doppelkinn entwickelst. So, Schulterblätter sind jetzt komplett an der Wand, dein Hinterkopf ist komplett an die Wand, du drehst deinen Kopf nach unten und jetzt versuchst du zusätzlich, dich noch lang zu ziehen. Das heißt, du wirst jetzt eine Bewegung ausführen von deinem Kopf nach oben Richtung Decke. Und so wird es dann aussehen. Doppelkinn und hoch an die Wand und wieder locker lassen. Und nochmal, Brustkorb an die Wand, komplett fest. Den Kopf vorwärts drehen, dass du diese tiefe Dehnung ganz an den Haaransatz, da musst du es erstmal spüren, dass da diese Dehnung passiert. In dem Bereich, genau hinter dem Ohr. Wenn du da erstmal diese Dehnung spürst, dann ist die erste Bewegung erstmal richtig. Brustwirbelsäule bleibt an die Wand. Und dann lang werden. Schulterblätter bleiben unten, ganz wichtig, dass du die Muskulatur dann nicht kompensierst. Und du drückst deinen Kopf nach oben Richtung Decke. Versuchst lang zu werden. Und das ist am Anfang ein ganz komisches Gefühl, weil man diese Muskulatur im Alltag fast nie aktiviert. Beziehungsweise vergessen hat, wie man den richtig ansteuert. Und diese Übung wiederholen wir jetzt noch einmal. Hände bleiben vorne verschränkt,
Dein Mund ist zu. Brustwirbelsäule ist an der Wand. Hinterkopf ist an die Wand. Vorwärts drehen vom Kopf. Doppelkinn kommt. Und dann versuchst du zusätzlich zu dem Doppelkind nochmal deinen Hals lang zu machen, dass du deinen Kopf nach oben Richtung Decke bewegst. Versuch mal diese Spannung 10 Sekunden halten. Ich sag's dir, es ist schwer genug. Und langsam wieder locker lassen. Diese Übung solltest du 15 Mal wiederholen. Eine einzige Serie, 15 Wiederholungen pro Anspannung. Versuche 10 Sekunden zu halten. So sieht dein Schädel aus. Und diese Muskeln, die man versucht zu dehnen, die sitzen hier ganz hinten an den Harnansatz, direkt auf der Wirbelsäule. Hier kommt dann die Wirbelsäule. Und die Bewegung, die du machen sollst, ist einmal dieses Drehen, weil dadurch entsteht die Dehnung der Muskulatur, aber auch, dass du von dieser Haltung zu dieser Haltung an der Halswirbelsäule kommst. Und dadurch aktivierst du die tiefen Muskeln der Halswirbelsäule, die für Stabilität sorgen, und dehnst du zusätzlich und gleichzeitig die Muskeln, die vielleicht deine Nerven in diesem Moment reizen. Die zweite Übung ist es jetzt eine Dehnungsübung. Die Studien haben schon gezeigt, dass diese Vorwärtshaltung vom Kopf, diese schlechte Haltung der Halswirbelsäule sehr häufig verbunden ist mit das Hochziehen von der Schulterblätter. In diesen Übungen geht es darum, genau diese Muskulatur, die eine erhöhte Spannung hat und dein Schulterblatt nach oben bringst, dass du den dehnst und dadurch die Schulterblätter wieder nach unten kommen können, beziehungsweise diese Vorwärtshaltung dadurch geringer wird. Und die Übung wird dann halt erstmal so aussehen. Du versuchst mit deiner Brustwirbelsäule so aufrecht wie möglich zu bleiben, dass du jetzt eine bessere Haltung hast von der Brustwirbelsäule. Mit der Seite, wo du jetzt dehnen willst, in dem Fall jetzt links, bringst du jetzt die Hand so weit wie du kannst nach unten. Dadurch hast du schon eine Vorspannung von dem hinteren Bereich. Und jetzt mit der anderen Seite bringst du jetzt deinen Kopf schräg nach unten in die Gegenrichtung, so dass du ungefähr Richtung Achsel guckst. Und das wird dann ungefähr so aussehen. Die Hand kommt nach unten, vorwärts beugen und dann hier noch einen zusätzlichen Druck ausüben, dass du deinen Kopf weiter in Richtung rechter Achsel bringst. Und diese Haltung solltest du jetzt für 20 Sekunden halten. Es ist wichtig, dass du sowohl hier oben an dem Hals, an dem Kopfansatz, wo die Haare anfangen, von dort bis ganz nach unten Richtung Schulterblatt diese Dehnung auch spürst. Langsam unentspannt weiteratmen und 20 Sekunden halten. Und wenn du jetzt halt die 20 Sekunden auf die eine Seite fertig hast, lässt du zuerst, und es ist ganz wichtig, zuerst erstmal den Druck langsam nachlassen, dass du von der Haltung erstmal zurückkommst und dann die andere Seite. Die Hand kommt nach unten, du bringst mit deiner gegenüberen Seite den Kopf nach unten Richtung Achselhöhle und dann eine Vorwärtsbewegung von dem Kopf. In dem Moment, wo du jetzt den Kopf nach unten bringst, es kann sein, und das ist der beste Fall, dass du nur diese Dehnung spürst, dass diese Muskulatur jetzt richtig gedehnt wird. Es kann aber auch sein, dass du eine ausstrahlende Schmerzrichtung Arm spürst. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Nerven in dem Bereich auch ein bisschen gereizt sind. Deswegen gehst du ein bisschen wieder zurück, aufrechte Haltung, noch ein bisschen nach hinten mit der Brustwirbelsäule, beug ein bisschen weniger den Kopf und versuch mal mehr diesen Rollbewegung zu machen, dass du mehr am Kopf selber bleibst und weniger an der Halswirbelsäule. Dadurch müsste diesen ausstrahlenden Schmerz deutlich weniger sein. Wenn es trotzdem immer noch zu viel ist und du das Gefühl hast, dass diese Dehnung bzw. dieser Schmerz nach unten Richtung Arm ausstrahlst, kannst du dann den Ellenbogen beugen, Richtung Bauch bringen und dann versuchst du nochmal, wichtig ist, dass die Schulterblätter nach unten kommst und dann bringst du nochmal den Kopf nach unten in die Beugung. Dadurch, dass du jetzt den Nerv entspannt hast, beziehungsweise unter den Zug
jetzt weggenommen hast durch die Beugung von dem Ellenbogen, müsste dieser ausstrahlende Schmerz deutlich weniger werden und du kannst dich gezielt auf die Dehnung dieser Muskulatur achten. Spannungskopfschmerzen treten meistens am Ende des Tages auf. Das hat damit zu tun, dass den ganzen Tag diese Muskulatur eher überlastet wird und deswegen am Ende des Tages die höchste Anzahl an Reizung da ist. Wenn du diese Übung abends, bevor du ins Bett gehst, durchführst, 4 Wochen lang, die komplette Serie, hat diese Studie gezeigt, dass die Patienten auch deutlich besser schlafen könnten, einfach weil sie weniger Schmerzen haben. Ich bin sicher, dass diese beiden Übungen eine gute Möglichkeit sind, deine Spannungskopfschmerzen zu reduzieren und deinen Schlaf zu verbessern. Wenn du Interesse hast an weiteren Videos, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!